Und ich weiß das erst seit ungefähr 14 Tagen. 3 Wochen. Wir müssen uns erinnern, warum hat der Herr seinen Jüngern erklärt, was es mit Jüngerschaft auf sich hat? Wir wollen uns mal erinnern, warum hat der Herr eigentlich seinen Jüngern von so eine große Hemmschwelle vorgelegt? Der hat einmal, ist es ja wichtig, dass wir merken, wir brauchen Jesus als unseren Retter. Sonst gehen wir ewig verloren. Aber Jesus möchte auch unser Herr sein. Also Jesus möchte unser Herr sein. Jesus chce być naszym Panem. Damit wir einfach merken, Mensch, welche Folgen das hat, ihm, mit ihm zu leben. Abyśmy mogli zauważyć, jakie ma to skutki życie z nim. Und deshalb hat er seine Jünger unterrichtet, was passieren kann. Dlatego on też nauczał swoich uczniów, co może się wydarzyć. Und das ist eine Geschichte. I to jest historia. Und die fängt an in Die fängt an in Nordirland. Ona rozpoczęła się w północnej Irlandii. 1859. W roku 1894. Ganz viele Menschen hören das Evangelium. Wiele ludzi słyszało Ewangelię. Hören, dass Jesus für sie gestorben ist. Słyszało, że Pan Jezus umarł za nich na krzyżu. Hören, dass er Sünden vergibt. Słyszeli, że on wybacza grzechy. Und für und dass man das wissen darf. Można o tym wiedzieć. Und für ganz viele Menschen, Tausende und Abertausende. I dla wielu ludzi, tysięcy, verändert sich total das Leben. Życie całkowicie się zmieniło. Die Botschaft kommt nach Wales, innerhalb von kurzer Zeit überall in die ganze englischsprachige Welt. Ewangelia dotarła do całego obszaru anglojęzycznego. Unter anderem nach Wales. Wales. Und da sind Leute, die sagen, hey, das müssen wir nach Indien bringen. Indien waren englische Soldaten. Und dann fahren Leute nach Indien, nach Assam. Kennt jemand Assam? Spätestens wenn du mal wieder schwarzen Tee trinkst, dann denke daran, wenn du Assam trinkst. Und ein Mann mit seiner Familie kommt zum Glauben an den Herrn Jesus. No turning back. What is the name of English song? I have decided. Thank you. I have decided to follow Jesus. In Hindi. Schreibt er nieder. Das gibt's in many languages, also Arabic and in international. This song. Ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen. Er ist der Einzige in der ganzen Dorfgemeinschaft. Und dann kommt der Dorfälteste, der zugleich Richter ist. Und dann wird er festgesetzt. Da wird ein Verfahren auf dem Dorfplatz arrangiert. Ein Gerichtsverfahren. Ein Gerichtsverfahren. Und dann und dann sagt er, bist du bereit, das zu widerrufen? Und dann sagt er, nein. Das kann ich nie machen. Ich möchte meinem Herrn folgen. Auch wenn deine beiden Kinder jetzt wir töten. Und dann sagt er, die erste Strophe singt er laut. Ich bin entschieden, sofort zu Jesus. Die Verhandlung geht weiter. Und dann hat man ihn gefragt, bist du bereit zu widerrufen?
I oni znowu się go zapytali, czy jesteś w stanie zaprzeczyć. Du setzt sogar das Leben deiner beiden Kinder aufs Spiel. Ty postawiłeś życie swoich dzieci. Chodzi teraz o życie swoich dzieci. Und dann nehmen wir dir deine Frau, wenn du nicht wolltest. A jeżeli ty nie zaprzeczysz, to zabierzemy ci również twoją żonę. Vielleicht bist du jetzt vernünftig. Może teraz zmądrzejesz. Wenn niemand mit mir geht. Jeśli nawet ze mną nikt nie będzie szedł. Ich will doch folgen. Ja będę naśladował pana. No turning back. Nie zawrócę. Kein Weg zurück. Nie ma drogi z powrotem. Und dann sagt er, hör mal. Mann, merkst du immer noch nichts, worum es hier geht? Wir nehmen dir das Leben jetzt. Ja, oni wtedy powiedzieli, skoro jesteś takim, to teraz twoje życie też zabierzemy. Und dann zitiert er laut, oder singt es laut, das Kreuz ist vor mir, the world, the cross before me, the world behind me. Ja wtedy głośno zaśpiewał, że krzyż jest przede mną, a świat za mną. No turning back. Nie zawrócę. No turning back. Und auf diesem Augenblick beginnt dieses Wort niemals zurück eine ganz andere Bedeutung. W tym momencie te słowa nabrały całkowicie odmiennego znaczenia. Der Mann, der ihn verurteilt, mężczyzna, którego osądzał, kommt wenige Jahre später zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Sam kilka lat później nawrócił się. Dieses Vorbild dieses Bruders hat ihn so beeindruckt, Świadectwo tego brata tak go poruszyło, das hat ihn nie mehr losgelassen, że nie mógł zapomnieć tej historii, dass sein ganzes Leben neu wurde. Że jego życie całkowicie zmieniło. In der ganzen Region Assam haben sich viele, viele Menschen bekehrt zum Glauben an Jesus Christus. W całym regionie Assam nawróciło się bardzo dużo ludzi. Nur weil einer festgehalten hat, gesagt, ich kann nicht zurückgehen. Tylko dlatego, że jeden powiedział, że nie zawróci. Manchmal sind wir aber nicht so, oder besser gesagt, wir sind oft nicht so, ich jedenfalls nicht. Niestety często my postępujemy w ten sposób. Herr, sagen wir manchmal, so wie Lukas 8, Vers 19, tak jak jest to w Łukasza, ich will dir folgen, wenn das und das ist. 6,19, często stawiamy Panu warunki, będę Cię naśladował, jeśli to i tamto. Wir wollen ihm bestimmte Dinge vorschreiben. Chcemy Panu postawić pewne warunki. Bevor wir dir folgen. Zanim będziemy Cię naśladować. Dem Jesus zu folgen. Naśladowanie Pana Jezusa. Heißt eigentlich gleich direkte Gehorsam. Oznacza bezpośrednie posłuszeństwo. Ale mu Jezus rzekł. Kannst du mal vorlesen? Ale mu Jezus rzekł. Pójdź za mną, a niechaj umarli grzebną umarłych swoich. Harte Worte, die der Herr spricht. Znowu ciężkie słowa, które powiada Pan. Aber er will unser Herz, er will unser Leben. Ale On pragnie naszych serc, naszego całego życia. Und er will uns nicht traurig machen. I On nie chce nas zasmucać. Sondern glücklich. Ale chce uczynić nas szczęśliwymi. Der eine reiche junge Mann, der da kam zu dem Jesus. Pewien bogaty człowiek, który przyszedł do Pana Jezusa. Der sagt, er will dir folgen, Herr. Powiedział do niego, chcę Cię naśladować, Panie. Und dem Herrn gibt ihm die Antwort, die Füchse haben Vögel des Himmels Nester. I Pan do niego powiedział, że psy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda. Der Sohn des Menschen hat gar nichts. Ale Syn Człowieczy nie ma nic. Das heißt Nachfolgen. To czasami oznacza właśnie naśladownictwo. Ein junger Mann kommt zu dem Herrn Jesus. Ten młody mężczyzna szedł do Pana Jezusa. Und dann hat ihm auch vorgestellt, ich will das auch kurz vorlesen, Markus 11. Przeczytamy, to jest Marka 11. Dann sagt der Jesus, hör mal, die Gebote kennst du? Pan do niego powiedział, słuchaj, ty znasz przykazania? Where is that? 10:17. 10:17. Yeah, yes, thank you. So, 10:17. Also 10:17. Das ist 10:17. Zitiert er alle Gebote, die in Verbindung stehen mit den Mitmenschen.
On tutaj cytuje wszystkie przykazania, które odnoszą się do ludzi. Dann sagte der Herr, hör mal, eins fehlt dir noch. A Pan Jezus powiedział, jednego cię brak. Ich sag mal, mein Wort nach menschlichem Maßstab magst du vor den Menschen vielleicht wirklich als ein wirklich treuer Nachfolger gelten. Powiem ci teraz moimi słowami. On, Pan powiedział do niego, być może przed innymi ludźmi wygląda na to, że bardzo gorliwie na sztab wiesz. Geh hin, verkaufe alles, was du hast. Ale idź, sprzedaj wszystko, co posiadasz. Gib es den Armen. Daj ubogim. Du wirst einen Schatz im Himmel haben. A będziesz miał skarb w niebie. Und komm folge mir nach. I wtedy przyjdź na ślady mnie. Und geht diesen Handel nicht ein. A on nie poszedł za tym. Er hatte viele Güter. Ponieważ miał wiele dobra. Sein Herz hing an anderen Dingen. Jego serce było z nimi związane. Christus hatte nicht den ersten Platz. I Chrystus w jego życiu nie miał pierwszego miejsca. Wenn ich Vorbehalte habe in der Nachfolge, jeśli mam coś przeciwne, co szkodzi temu, temu naśladownictwu, andere Dinge kommen in meinem Leben rein. Przychodzą inne rzeczy do naszego życia. Raubt es mir die Freude. To zabierają one nam radość. Der Mann hier, der Geschichte von Markus 11, 10, ten mężczyzna z Ewangelii Marka 10, der ging traurig weg. On smutny odszedł. Der hatte viele Güter. Ponieważ miał wiele dobra. Der wollte den Preis der Nachfolge nicht auf sich nehmen. On nie chciał ponieść ceny tego naśladownictwa. Manchmal sehen wir Christen auch traurig. Być może czasem na chrześcijanie też wyglądamy smutnie, że jesteśmy smutni. Es mag verschiedene Gründe haben. Może to mieć wiele powodów. Aber haben wir wirklich Bereitschaft, ihm ganz zu folgen? Ale czy jesteśmy gotowi całkowicie kroczyć za Panem na naśladowanie? Wir überschlagen die Kosten. My musimy przeliczyć koszty. Kommen in Konfliktsituationen. Bo czasami pojawiają się sytuacje konfliktowe. Und dann zerbrechen wir dabei. Wir schauen zurück. Vielleicht erwarten, oh Mann, das war früher ohne Gott, manchmal vielleicht gar nicht so schlecht. Wir haben vielleicht auf das falsche Pferd gesetzt. Der Herr hat gleich zu Beginn den Jüngern mitgegeben etwas. Pan już na początku coś swoim uczniom przekazał. Dass wir Leiden haben werden. Że ludzie będą musieli cierpieć. Dass die Leute nicht immer verstehen werden, Nachfolge des Herrn Jesus. Że ludzie nie zawsze będą ich rozumieli, że oni naśladują Pana. Und gleich in den Zeit schon der Apostel już za czasów apostołów gab es die erste Verfolgung. Pojawiły się pierwsze prześladowania. Der Herr hatte seinen Jüngern eigentlich einen Auftrag gegeben, hat gesagt, ihr sollt das Wort Gottes hinaustragen in die Welt. Pan dał polecenie swoim uczniom, żeby głosili Ewangelię po całym świecie. Das kannst du sehr schön nachlesen in der Apostelgeschichte. Mamy to przeczytać w Dziejach Apostolskich. Aber sie bleiben in Jerusalem. Aber oni pozostali w Jerozolimie. Manchmal gebraucht Gott dann irgendwelche Dinge wie diese Verfolgung in Jerusalem. Czasami Pan wykorzystuje zewnętrzne okoliczności, na przykład to było do prześladowania. Und sie gehen hinaus. Aber oni wyszli z tego. Und dann haben sie dann über Judäa, Galiläa bis an das Ende der Erde, das Wort für Samaria bis an das Ende der Erde. I oni poprzez Judäa, Galiläa, Samarię poszli aż po krańce ziemi. Diesmal Johannes 15, 20. Nicht du. Irgendwann anders mal. Johannes 15, 20. Ich czyta Ewangelię Jana 15, 20. Proszę, ganz da hinten mal jemand. Przypomnijcie sobie, co wam niedawno powiedziałem. Sługa nie jest ważniejszy od swego Pana. Skoro mnie prześladowali, was będą prześladować. A jeśli słuchali moich słów, wasze posłuchali. Wenn dir das jemand sagt, wirst du trotzdem folgen. Jeśli ktoś by do was takie słowa powiedział, to czy byście za to... Wenn niemand mit mir geht, jeśli ktoś idzie za mną,
Ich will trotzdem folgen. Selbst bei den Christen nach biblischer Zeit, etwas über 100, gibt es einen sehr interessanten Brief von einem Mann, der hieß Plinius, der schreibt an Cäsar Trajan. Kann das jemand lesen? Trajan. Kann das jemand lesen? Proszę. Mikrofon ist da. W międzyczasie miałem do czynienia z tymi, którzy zostali nazwani chrześcijanami w następujący sposób. Zapytałem ich, czy są chrześcijanami. Jeśli tak, zadałem im to samo pytanie po raz drugi i trzeci w agonii. Jeśli nalegają w spowiedzi, nakazałem im, aby to wykonali. Der hatte offensichtlich diese Christen so behauptet, das sind Leute, die glauben an wahnsinnige Dinge. Ci ludzie twierdzili, że wierzą w nadzwyczajne rzeczy. Die mussten eventuell dann, wenn sie am Leben bleiben wollten, die Götter anrufen, der Römer. Oni, jeśli chcieli pozostać przy życiu, musieli wołać do swoich bogów. Und sich vor dem Bild von Cäsar verneigen. I musieli pokłonić się przed obrazem Cezara. Kommt uns sehr bekannt vor. Czy to jest dla was znana sytuacja? Alte Testament. Stary Testament. Wo? Tak. Daniel. Nichts Neues unter der Sonne. Nichts Neues. Und so geht es immer übrigens auch heute noch in Nordkorea. Der derzeitige Machthaber hat einen gottähnlichen Status, wenn wir als Gott verehrt werden. Dieser derzeitige Machthaber hat wie einen gottähnlichen Status. Ten władca, ówczesny, który tam panuje, ma właśnie taki status. Uważa się za Boga. Und da gibt's eine Gruppe, die diesem Mann riesige Probleme bereitet. Jest pewna grupa ludzi, którzy sprawiają ten mężczyźnie wielki problem. Ich habe eine Dokumentation gesehen im Internet. Widziałem dokumentację w internecie. Und da war etwas ganz Wichtiges verboten, in dieses Land einzuführen. I było coś bardzo zakazanego, co miało być wprowadzone do tego kraju. What? Chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo? Tak, aber in einer ganz bestimmten Form. W konkretnej formie. Das ist interessant. Ist doch. Bibel ist verboten. Biblia jest tam zabroniona. Weil diese Bibel den Leuten eigentlich nicht die Ehre gibt, die sie gerne haben wollen. Ponieważ Biblia nie daje im tej chwały, którą oni by chcieli posiadać. Diese Ehre gebührt nur einem. Ta chwała należy tylko jednemu. Der wirklich Gott ist. Temu, który jest prawdziwie Bogiem. Es gibt einen sehr schönen Sticker, gab es früher auf dem Auto. Ein Sticker auf dem Auto. Ein Aufkleber. Jest taki naklejka, na którą się przykleja na auto. Viele Menschen wollten Götter sein. Wielu ludzi chce być bożkami. Hitler, Stalin, etc., etc. Hitler, Stalin, etc. Aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Ale tylko jeden Bóg chciał być człowiekiem. Der Herr stellt also seinen Jüngern die Konsequenzen der Jüngerschaft vor, das heißt, ihn selbst aufnehmen. Pan przedstawia uczniom powód Konsequenzen des Schadens. Und das ist interessant, was Lukas sagt dazu. Proszę, lesen eine. Ktoś może już czytał, wer zuerst hat, darf aufschlagen und vorlesen. Pierwszy,
Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Dziękuję. Das ist übrigens ein Paradoxon. Wir wollen gerne unser Leben gewinnen, werden es verlieren. Wenn wir es verlieren, werden wir es gewinnen. Es gibt viele Paradoxen in der Bibel. Kleiner Tipp, mal ein Bibelstudium darüber. Christus wurde, der reich war, Pan, który był bogaty, um unser Willen arm, stał się ze względu na nas ubogim, um uns die Armen reich zu machen. Aby nas ubogich ubogacić. Willst du dein Leben gewinnen? Chcesz pozyskać swoje życie? Musst du es verlieren. Musisz je utracić. Um es zu gewinnen. Aby je zachować. Viele von seinen Jüngern gingen weg, als die das hörten, die Konsequenzen der Nachfolge des Herrn. Wielu uczniów Pana Jezusa, kiedy słyszeli... Sein Fleisch essen, sein Blut trinken. Ihn, mit ihm allein beschäftigt zu sein, als Zentrum des Lebens. Te konsekwencje odeszły od Pana Jezusa. Er sprach sehr ernst zu seinen Jüngern. Bo Pan poważnie mówił do swoich uczniów. Aber Petrus ging nicht weg. Ale Piotr nie odszedł. Warum wohl? Dlaczego? Kennt jemand die Geschichte? Ktoś z nas was tą historię? Ja, wir wollen nicht weggehen. Amen. Du hast Worte ewigen Lebens. Ty masz słowa żywota wiecznego. Und wir haben erkannt und geglaubt. A myśmy poznali i uwierzyli. Dass du der wahrhaftige Gott bist. Że ty jesteś prawdziwym Bogiem. Oh, das habe ich schon durch, merkt ihr? Wir werden jetzt immer schneller fertig. Also wir haben eben schon kurz skizziert. Matthäus, der sein eigenes Evangelium schreibt, beschreibt sich dort, wie er dann den Herrn findet. Und wie er angezogen wird von dieser Person. Und ihm nachfolgt. Wir haben gesehen, Philippus, Andreas, Johannes, Jakobus, die ähnlich alles Leute waren, irgendwo im Leben beschäftigt. Widzimy podobnie Andrzeja, Piotra, Filipa, którzy też byli zajęci swoim życiem. Kommen mit diesem Herrn in Verbindung. Ale kiedy spotkali po raz pierwszy Pana, hören seine Botschaft, usłyszeli jego nowinę, hören die Worte ewigen Lebens, usłyszeli słowa życia wiecznego, lassen alles, was sie bindet, fallen, zostawili wszystko, co ich wiązało, und folgen ihm nach. I zaczęli Pana śladować. Und das ist immer wichtig, eigentlich die Nachfolge, die Aufforderung zur Nachfolge ist eigentlich ganz einfach. Die Aufforderung zur Nachfolge ist ganz einfach. Gib das auf, was dich bindet. Und wir denken wieder an diesen einen jungen Mann, der aufrichtig mit dem Herrn redet, Markus 10, dem das Wort Gottes schon ernst war, und von dem der Herr, wo steht, der Herr sagt, der Jesus liebte ihn, aber die letzten Konsequenzen hat er gescheut. Jemand hat mal sehr schön geschrieben, der Mann, der alles aufgibt, oder die Frau, die alles aufgibt, um Christus nachzufolgen, ist kein einfach ein armer, simpler, bedauernswerter Typ. Ist kein bedauernswerter Typ. Der vielleicht erwartet, von seinen Mitchristen unterstützt zu werden. Który może oczekuje, żeby był wspierany przez innych współwierzących. Natürlich nicht. Oczywiście nie. Er weiß, sein Herr ist da. Ponieważ on wie, że jego Pan jest. Er ist sparsam und arbeitet für seine Familie. Er ist sparsam, arbeitet für seine Familie und für die Bedürfnisse. On jest oszczędny i pracuje dla swojej rodziny i na jej potrzeby. Dabei möchte er das Werk Gottes unterstützen. Poza tym chce wspierać.
Der schaut voraus, anstatt auf Reichtum von der Erde, sucht er Schätze im Himmel. Er vertraut Gott in seiner Zukunft. Und möchte in allen Dingen zuerst das Reich Gottes suchen und die Gerechtigkeit Gottes. Jemand hat mal gesagt, wie können wir Geld horten in extra Fonds, in Kapitalfonds? Wie können wir Geld sparen? Was für die Rettung von Seelen verwendet werden könnte. Zum Beispiel, wenn du deine Berufswahl suchst. Da kommt ein junger Mann und er kommt zu einer großen Factory, großen Firma, Fabrik. Und dann kriegt der Mann, hat den jungen Mann bei der Besprechung, merkt er gleich, sehr intelligenter junger Mann, sehr zuverlässig, also tolle Papiere. Und dann hat er ihm gesagt, junger Mann, ich nehme dir. Bei uns gibt es richtig 5.000, 6.000 Euro monatlich, mindestens. Dafür, dafür erwarten wir unsere Firma immer zuerst. Und dann kannst du bei uns super Karriere machen. Und sagt der Mann. Tut mir leid. Bei mir zuerst ist mein Herr Jesus Christus. Ja, verstanden. Quartus, Tertius, Secundus und Primus ist Christus. Quartus. Und Primus der Erste. Und sagt er, und zweitens ist in meinem Leben, wenn Gott eine Frau, der hatte eine Frau schon, meine Familie. Drugie, und als drittes vielleicht ihre Firma. Drugie, na drugim miejscu stoi moja żona i moje dzieci, moja rodzina, a dopiero na trzecim miejscu może być pańska firma. Das würde ich mit vollem Herzen tun. I wtedy będę tutaj przechodził z ochotnym sercem. Der junge Mann hat auch dann eine andere Arbeit bekommen. Ten młody mężczyzna otrzymał inną pracę. Aber die durfte er mit vollem Herzen tun. I mógł faktycznie robić to z wielkim sercem. Hudson Taylor von ihm wird gesagt. Hudson Taylor powiedział. Hudson Taylor war ein Missionar, der ging nach China. Był misjonarzem w Chinach. Da war kein Menschenseele irgendwo von einem anderen Land. I tam w tych Chinach nie miał nikogo z swojego kraju. Und dann hat er gesagt, Leute, in den Sachen mit Gott, mit Vertrauen, hat er mal gesagt bezüglich Geld. I on kiedyś odnośnie pieniędzy powiedział takie słowa. Dass er genossen hat, den Luxus von wenig zu haben, für das er sorgen musste. Że on korzystał z luksusu posiadania. Also dass er enjoyed the luxury of having few things to care for. Also, dass er genossen hat den Luxus. Luxus posiadania niewielu rzeczy, które trzeba się troszczyć. Nochmal, Nico. On korzystał z luksusu posiadania niewielu rzeczy, o które musi się troszczyć. Und wenn man bedenkt, dass das ein Mann war, der hat sich nämlich er hat so eine Prüfung sozusagen vor Gott bestanden. Er hat gesagt, Herr, wenn du willst, dass ich in ein fremdes Land gehe. On zdał egzamin przed Bogiem, kiedy Bóg mu powiedział, że ma iść do obcego kraju. Dann musst du mir auch helfen, auch in den ganzen Sachen mit Geld. To powiedział do Boga, jeśli ty mnie wysyłasz do obcego kraju, to musisz mi pomóc też w sprawie pieniędzy. Und jetzt hatte er noch Geld und ist unterwegs missionarisch in London. I on posiadając pieniądze in London. Missionarisch unterwegs. Kommt eine Familie. Papa, Mama, Papa keine Arbeit.
Tata miał pieniędzy, nie miał pracy. Die Mama geht's ganz schlecht. Mama była chora. Braucht dringend Medizin. Potrzebowała lekarza. Man hatte von ihm gehört, er ist ein, möchte Gott dienen. A oni słyszeli od innych, że on chce pomóc. In eingeladen, er soll kommen mit ihnen beten. Zaprosili go, abyśmy z nimi pomogli. Er kommt in die Wohnung. On przyszedł do ich mieszkania. Er sieht das Elend dieser Leute. Zobaczył biedę tych ludzi. Er weiß, dass sie riesige Not haben. Wiedział, że byli w strasznej biedzie. In seiner Tasche klingelt das Geld für seine Miete, die er bezahlen muss. Es ist der Monatsende. A w jego kieszeni brzęczały pieniądze, które miał na czynsz swojego mieszkania, ponieważ zbliżał się koniec miesiąca. Und dann sagt er den Leuten was, bitte vertraut auf Gott, er wird für euch sorgen. Und bei ihm in der Tasche klingelt das Geld für die Not der Menschen. Und in ihm schreit eine Stimme, du Heuchler! Wie kannst du denn den Leuten sagen, vertrau auf Gott, wenn du das Geld hast, wo denen geholfen werden könnte? Dann stottert er ein Gebet für sie. Aber die Stimme geht nicht weg. Und er erinnert sich, er hat Gott gebeten in den Fragen mit Geld, dass er ihm vertrauen soll. Dann nimmt er sein Geld aus der Tasche, was für die Miete war. An dem Tag sollte Miete bezahlt werden. Und sagt so leise im Gebet, Herr, jetzt musst du mir helfen. Dann gibt er den Familie das Geld. Und die können sich Medizin kaufen. Und die sind super happy. Er kommt nach Hause. Um 10 Uhr, es ist abends, um 10 Uhr abends spät soll die Miete übergeben werden an den Landlord, also an die Vermieter. Sein Chef hat ihm noch nicht sein Gehalt bezahlt. Jego Chef jeszcze nie dał wypłaty. Und er ist schon längst von der Arbeit weg. A on już dawno zakończył pracę. Herr, wie soll ich das bezahlen? I on powiedział, Panie, jak mam to zapłacić? Es wird kurz vor 10. Zbliżała się 10. Um 10 Uhr muss er bei seiner Vermieterin sein. Spätestens. O 10 najpóźniej miał dostarczyć pieniądze. Er war immer zuverlässig. On był zawsze niezawodny. Um 5 vor 10 klopft es an der Tür. Za 5 puka ktoś do drzwi. Sein Chef ist gerade in der Nähe. Właśnie jego szef był w pobliżu. Mir fiel ein, ich habe dir gar nicht Geld gegeben für diesen Monat. Właśnie sobie przypomniałem, mówi do niego, Nein, że lieber, ich nie zapłaciłem za ten miesiąc. Hasse, ich habe das hier zusammengestellt hier in den Kuvert, bitte schön. Tutaj twoje pieniądze, twoje zapłata, proszę bardzo. Der Mann geht wieder raus und der Hasse hat Grund, Gott zu danken. Ten jego szef wyszedł z mieszkania, a Hudson miał znowu powód, żeby dziękować Bogu za to. Weil Gott Gebete hört. Ponieważ Bóg wysłuchał jego modlitwy. Und dann ist er kurz vor 10 bei der Frau oben. I krótko przed 10 mógł jeszcze dostarczyć pieniądze za Und kann ihm mieszkanie. Alles geben. Das ganze Miete, was noch fehlt. Cały czynsz mu zapłacić. Wir können Gott in allen Dingen vertrauen. Możemy Bogu ufać w każdej jednej sprawie. Und dürfen uns immer bewusst sein, es sollte nicht irgendwas sein, was mich hindert dabei. Chcemy być zawsze tego świadomi, żeby nie było nic, co może temu przeszkodzić. Könnt ihr noch? Znacie już? Haben wir schon eingeschlafen? Czy już niektóre z was zasnęli, czy jeszcze Also, okay. Troszkę. Ja. Sind wir eigentlich dumm, wenn wir so leben? Und das möchte ich einfach mal euch zitieren, was Jim Elliot sagte. Jim Elliot war einer von 5 jungen Missionaren.
chcę wam zacytować to, co kiedyś powiedział John Eynot, jeden z pięciu misjonarzy. Die haben ihr Leben verloren. Oni stracili swoje życie, weil sie diesem Herrn vertraut haben. Ponieważ ufali swojemu Panu. Sie hörten von einem Volksstamm. Oni słyszeli o pewnym plemieniu. In Ecuador. Und dann haben die gesagt, wer geht da hin und erzählt ihnen von dem Herrn Jesus? Und da sind die gegangen. Junge Familien. Und dann hat er gesagt, in seinem Tagebuch hat er niedergeschrieben. On nie jest. Proszę. On nie jest głupcem, który daje to, czego nie może zatrzymać. Aby zyskać to, czego nie może stracić. Was habe ich denn aufzugeben, was ich sowieso nicht behalten kann? Was habe ich denn aufzugeben, was mir auch gar nicht gehört? Co mogę dać, co tak naprawdę wcale do mnie nie należy? Wir sind doch alle nur Bettler vor Gott. Jesteśmy wszyscy żebrakami przed Bogiem. David hat einmal in 1. Chronik 29, Vers 15 ein sehr interessantes Wort gesagt. David, ciekawe słowa. David hat Karriere gemacht. David, zrobił wielką karierę. Der wurde König. On stał się królem. Der hatte viele Frauen. Wiele żon, was sicher auch nicht so ganz gut war, was er da gemacht hat. Wszystko dobre, co on aber der hat gesagt, Gott, von dir kommt doch alles. Ale on powiedział takie słowa, od Ciebie, Panie, pochodzi wszystko. Und mit meinen Worten jetzt, was ich dir gebe, ist doch von dir. I teraz mówiąc moimi słowami, to, co Ci daję, pochodzi od Ciebie. Meine Fähigkeit. Moje zdolności. Mein Intellekt. Mój rozum. Mein Geld. Moje pieniądze. Mein Auto. Moje Auto. Ist das für mich? Czy to jest dla mnie? Oder für den Herrn? Albo dla Pana. Für was benutze ich eigentlich alles? Do czego używam wszystko? Das war dem David ganz klar, ich bin nur Verwalter. Dla Dawida było to jasne, że on tylko tym zarządza. Und es gibt auch etwas, und das finde ich so herrlich in der Jüngerschaft. Uważam, że to jest coś pięknego, co jest w uczniostwie teraz. Wir haben das schon mal gehabt bei Lukas. Wer irgend sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer es verliert, um meinen Willen, wird es finden. Czytaliśmy już w Łukasza, że kto chce zachować swoją duszę, utraci ją, a kto straci duszę dla Pana, znajdzie ją. Wir haben einen Gott, der uns reichlich beschenkt, mehr als wir uns vorstellen können. Mamy bogatego Ojca, który nas obdarował więcej niż na to zasłużyliśmy. Ich lese das mal vor, ihr müsst das nicht alles nachlesen. Also wer irgend sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer irgend sein Leben verliert um meinen Willen, wird es finden. Wer sein Leben verliert, John 12, 25, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es im ewigen Leben bewahren. Alle Evangelisten schreiben davon. Ten werset z Ewangelii Jana 12:25. Das heißt, es muss offensichtlich. Kto miłuje życie swoje utraci, jak to nienawidzi życia swego na tym świecie zachowa je, którzy to żywotowi wieczne. Wielu Ewangelistów mówią na ten temat. Alle sprechen vom Gleichen. Wszyscy mówią o tym samym. Also muss es eine Wichtigkeit sein, musi być to bardzo ważne, dass der Herr seine Leute belohnt. Że Pan nagradza swoich uczniów. Ja, da muss ich mal fragen, ein bisschen aufgepasst. Wer hat aufgepasst? Teraz zobaczymy, kto z was uważał. Erste Frage. Pierwsze pytanie. Frau Jesus, kannst du mal fragen. Prawdziwe chrześcijaństwo to całkowite oddanie się Panu Jezusowi Chrystusowi. Tak? O, nie. Tak. Brawo. Next. Mamy prawo cieszyć się tym, co życie ma do zaoferowania tu i teraz. Tak? O nie. Loud? I'm a very old man now. I cannot hear your answer. Kann ich hier, ne? Tak, tak. Tak, klaro. Noch ein bisschen Party machen und wenn ich 90 bin, schnell bekehren. Teraz szybko zrobimy imprezę, jedna za drugą, a jak będzie 50 lat, to się wtedy nawrócę. Tak. Haben wir gelernt, ja? Das kann's nicht sein. Tak nie może być. Ich habe das hier erzählt gestern im Auto. Wczoraj opowiadałam o tym w aucie.
wenn man Evangelisation macht. Kiedy robimy ewangelizację, to hört man manchmal von Menschen, die da waren, słyszycie czasem od ludzi, którzy tam byli, dass die das Ende der Woche nicht mehr erlebt haben. Że oni nie przeżyli następnego weekendu. Und das habe ich nicht nur einmal erlebt, nicht mal zweimal, sondern dreimal. Nie przeżyłam tego raz, czy dwa, tylko już trzy razy. Wir sind nicht Herr über unser Leben. Nie jesteśmy panami naszego życia. Aber wir kennen einen Herrn, der unser Leben so, in unser Leben so kostbar ist. Ale znamy Pana, który jest na naszych policzach tak drogocenny. Also, er gab alles für uns. Gdyż On podarował wszystko za nas. Jemand hat einmal gesagt, hör mal, dann ist es doch die Notwendigkeit eigentlich, dass wir ihm alles auch wiedergeben. To jest koniecznością, abyśmy oddali wszystko, co posiadamy. Die letzte Frage. Następne pytanie. Tylko bezwarunkowa rezygnacja z samego siebie może być właściwą odpowiedzią na jego ofiarę na Golgocie. Tak? O, nie. Tak. Dziękuję. Also war nicht umsonst. So, remember, we remember, there is eine Brücke in Frankreich, sur le pont d'Avignon. Ja? Und diese Brücke hat die komische Sache, die Brücke hört mitten in dem Strom auf, in dem Fluss. Danke. Den Most, yes. Die Brücke hört im Fluss auf. Die hört mitten lang auf. Die geht nicht über die Brücke. Die geht nicht auf die andere Seite. Also wenn unser Leben mit Christus so wäre, dass in der Mitte aufhört und alles da elend wäre. Das wäre furchtbar. Eine halbe Brücke habe ich mir mal hingeschrieben. Hier ist ein ganzer Unsinn. Połowa mostu to jest cały nonsens. Und einer der Kirchenväter hat mal gesagt, wahre Freiheit ist Gebundenheit an den Willen Gottes. Jeden z chrześcijan, z ojców Kościoła powiedział, prawdziwa... Über 1500 Jahre alt der Spruch. Wahre Freiheit ist Gebundenheit an den Willen Gottes. Prawdziwa wolność to jest całkowite oddanie się woli Ojca. Ich habe mein Leben dem anvertraut, der sein Leben für mich gab. Jetzt wollte ich noch mit euch kurz zum Ende über ein paar Giganten Gottes sprechen. Wenn ich sowas sage, dann sage ich immer, ey, du und ich, wir sollen eigentlich so eine Giganten sein. Kiedy o tym mówię, chciałbym do Ciebie i do mnie powiedzieć, Ty i ja powinniśmy być takimi gigantami. Keine Sorge, ich bin realistisch genug zu wissen, dass wir keine Riesen sind. Ale nie martwcie się, ja potrafię na tyle realistycznie myśleć, że wiem, że nie jesteśmy takimi olbrzymami. Schau mal, welche Leute Gott gebraucht in seinem Volk, in seinem Reich. Zobacz, ludzi używał Bóg w swoim królestwie. Jetzt habe ich euch ein paar Beispiele erzählt aus der Kirchengeschichte. Diesen Christen aus Indien, Hudson Taylor, John Wesley, John Darby, könnte viele andere, Riesen eigentlich für uns. Aber Gott braucht einfach ganz kleine Leute wie dich und mich. Ale Bóg potrzebuje też takich małych ludzi jak Ciebie i mnie. Die gerne ihr Leben ihm zur Verfügung stellen. Takich, którzy chętnie oddają swoje życie dla Pana. Wir haben zum Anfang darüber nachgedacht, dass eigentlich Thema Jüngerschaft, Nachfolge, właściwie tematem było uczniostwo, naśladownictwo, ein Thema ist für eine Zeit, wenn vieles nachlässt, geistlich. Że to jest dobry temat dla czasu, w którym wszystko, że wszystko duchowo upada. Wenn wir keinen geistlichen Spackes mehr haben, Kraft, Energie. Kiedy nie mamy duchowej siły. Und dass wir dann sagen, ach, lass doch den Zbyszek das machen, der kann das besser. Oder den Bruder Gregor, der kann dann auch alles besser. Ich halte mich zurück, ich mache gar nichts. Kiedy my sami mówimy, a niech to zrobi Zbyszek, a Gregor, ja nie muszę. Also, kein wirklicher Christ will natürlich
großer Riese sein, ja? Weil die wollen immer klein und gering sein vor Gott. Oczywiście my, jako chrześcijanie, chcemy zawsze być mali przed Bogiem. Und ich möchte dir eigentlich nur mal, deshalb habe ich das mal aufgelistet, schau dir mal, welche Leute gerade in dem Buch Richter Gott gebraucht. Ale zobaczmy, jaki Bóg ludzi używał w czasie sędziów. Wenn irgendwie alles schwach wird. Kiedy wszystko było takie słabe. Wenn irgendwo auch, das ist unsere Zeit heute, Laodicea, lies mal Offenbarung 3 bis ab Vers 20, glaube ich. W takiej czasie jak teraz, czasy Laodicei, o czym możecie przeczytać w objawieniu 3. Und wenn du dann die Namen, die du im Buch Richter findest, in Hebräer 11 wiederfindest, in der Hall of Fame, in dieser Galerie der Giganten, habe ich das mal, der Glaubenshelden, dann kann man eigentlich staunen. Ehud war ein Linkshänder. Eigentlich konnte man nicht so gut damit Kämpfe führen. Eine Deborah war eine Frau, eine Richterin in Israel. Das war eigentlich eine Schande für die Männer, dass die nicht gebraucht werden konnten. Also es war eigentlich eine Schande für die Männer, wenn jetzt die Deborah auftritt als Richterin. Weil die Männer überhaupt nicht dazu in der Lage waren. Normal sagt Gott, die Frau schweigt in der Gemeinde. Ogólnie Bóg mówi szczerze, żeby kobieta milczała. Das bleibt auch so. Aber es gibt Situationen wie hier, dann gebraucht Gott diese Frau. Ale są takie sytuacje tutaj, że Bóg użył tą kobietę. Gideon war das Tausend der Gideon, also der Familie von Gideon waren die Ärmsten. Am wenigsten Einfluss. Rodzina Gideona była najmniejsza, miała najmniejsze wpływy. Und er war der Jüngste in der ganzen Familie. Wen haben wir noch? Jephtha. Jephtha steht auch in Hebräer 11. Jephtha war der Sohn einer Hure. Und die Brüder wollten mit ihm alle nichts zu tun haben. Die Brüder von Jephtha. Und dann sagt Gott sich, ich gebrauche den Jephtha mal, um mein Volk zu führen. Und die selbstgerechten Brüder gehen leer aus. Nicht gewollt und nicht geliebt, habe ich mir dazu mal geschrieben. Und jetzt kommt der letzte Simson. Der Simson soll eigentlich ein Jünger sein. Jüngerschaft leben. Samson miał być uczniem. Weil er ein Nazir war von Gott. Sein ganzes Leben war sozusagen geweiht für Gott. Całe jego życie miało być poświęcone Bogu. Und lies mal Richterbuch Kapitel 13 bis 15. Przeczytaj Sędziów od 13 do 15. Dann siehst du, was Gott für Leute gebraucht. Darf ich dir mehr sagen, welche Leute? Leute wie dich und mich. Ist das nicht klasse? Ich finde das immer wieder erstaunlich, Freunde. Und deshalb kann ich nur jeden ermuntern. Ich möchte kein Tor sein. Der das, was er eigentlich sowieso nicht behalten kann, nicht aufgeben will. Żeby to, co nie, to czego i tak nie mogę zachować. Ich möchte kein Tor, der das, was kein, er kein dummer Mann sein. Kein dummer Mann, der das, was er sowieso nicht behalten kann, nicht aufgeben will. Że to, czego nie mogę
to, co nie mogę utracić i tak chcę zachować. Wir sind nur Verwalter. Nur tylko zarządzamy tym, co Bóg nam dał. Und ich habe, wir haben uns gerade in der Pause kurz daran erinnert, in der Bibel gibt es sogar Stellen, wo Gottes Wort sagt, der sei verheiratet, der soll mal so leben, als ob er keine Frau hätte. Mówiliśmy o tym na przerwie, że w Biblii jest takie miejsce, że ktoś, kto się ożeni, ma żyć tak, jakby nie ożony. Denn mein Glück und meine Freude im Glaubensleben hängt niemals davon ab, ob ich verheiratet bin oder nicht. Ponieważ szczęście, które posiadam w Panu, nigdy nie zależy od tego, czy jestem sondern hängt davon ab, was mir Jesus Christus bedeutet. Paulus sagt, Christus ist mein Leben. Und Sterben ist Gewinn. Take my life and let it be. Weiter? Was ist das für eine Gnade, diesem Herrn zu dienen dürfen? Das können wir übrigens nur auf der Erde. Du hast nicht auch. Im Himmel gibt es das nicht. Amen. Ein Lied noch. Take my life and let it be consecrated, Lord, for thee. Take my moments and my days, let them flow in Jesus' praise. Da gibt es auch nicht in Polnisch. Also ihr merkt, ihr könnt zum Beispiel sehr gut in Englisch, ich kann das übersetzen in Polnisch und ein bisschen mit Toren dazu, ein paar Noten bei. Ein Lied noch. Jest chyba szy. Weźmy mnie, zrzućmy to miejsce. O, zwei Lieder.